Es ist die besondere Kombination aus exzellenter Forschung, hochwertiger Lehre und optimalen Studienbedingungen, welche die TU München zu einer der innovativsten Universitäten der Welt macht. In den letzten Jahren hat sich die TU gerade im Bereich Innovation und Ausgründung weltweit einen herausragenden Ruf erarbeitet. In diesem Jahr verleiht Präsident Professor Wolfgang Herrmann nun zum 7. Mal den Presidential Entrepreneurship Award an Spin-offs der Universität. Unsere Universität ist erfinderisch und unternehmerisch, und zwar von Anfang an. Und so war es mir wichtig als Präsident, das Profil der unternehmerischen Universität herauszuarbeiten. Und damit haben wir schon zweimal die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gewonnen. Und so soll es auch weitergehen. In diesem Jahr verleihen wir wieder zum 7. Mal den TUM Presidential Entrepreneurship Award an unterschiedlich ausgerichtete, erfolgreiche Unternehmen. Nominiert für den Presidential Entrepreneurship Award ist Die Mansion. Der 3D-Druck ist eine der Technologien der Zukunft. Hergestellt wurden damit jedoch hauptsächlich Prototypen. Dimension geht einen Schritt weiter und ermöglicht nun die Herstellung hochwertiger Produkte. Wenn die Teile aus den 3D-Druckern, aus den industriellen 3D-Druckern kommen, dann haben die eine sehr raue Oberfläche und haben meistens keine Farbe. Und wir entwickeln Technologien und Prozesse, um aus diesen Rohteilen hochwertige Produkte zu machen. Das Unternehmen hat bereits über 600 Kunden auf der ganzen Welt. Gerade haben die Münchner in die USA expandiert. Eine Niederlassung in Asien soll 2020 folgen. Wir haben Kunden aus den unterschiedlichsten Industrien, also Automotive, Aerospace, Medical, Consumer und Lifestyle und natürlich aus dem industriellen Bereich. Also grundsätzlich mal jeder, der Kunststoffbauteile fertigt oder sie auch verwendet. Die Vision der jungen Unternehmer ist es, dass 3D-gedruckte Produkte im Alltag von jedermann ankommen. Ein wichtiges Element ist hierbei die Auswahl an Farben und Oberflächen. Kunden werden hier kaum Grenzen gesetzt. Ob das jetzt der Spritzguss ist oder ob das Lackieren von irgendwelchen Bauteilen ist, da ist Farbvielfalt und freie Farbwahl ist halt einfach Standard. Und das ist mittlerweile auch das, wo wir sehr viel Energie in der Entwicklung reinstecken, weil uns das auch von möglichen Mitbewerbern abhebt. Dimension profitiert vor allem aber auch vom Standort München, wo viele ihrer Mitarbeiter ausgebildet wurden. Im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland ist München schon, was die Startups angeht, sehr techniklastig. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Und das ist sicherlich was, was wir der TU zu verdanken haben. Weiterhin nominiert für den Presidential Entrepreneurship Award ist Agrilution. Urbane Landwirtschaft ist absolut im Trend. Mit dem Plant Cube hat Agrilution ein Gewächshaus der Zukunft entwickelt, und zwar für den Privatgebrauch. Wir beschäftigen uns seit mehreren Jahren mit dem Thema Vertical Farming, also wie man Pflanzen unter kontrollierten Anbaubedingungen, egal wo auf der Welt, zu jeder Jahreszeit anbauen kann. Das von Agrilution entwickelte System übernimmt alles, um Pflanzen vom Saatgut bis zur Erntereife aufwachsen zu lassen. Mit voller Klimakontrolle, automatischer Bewässerung und Beleuchtung. So kann die Firma zwei Dinge garantieren. Das eine ist Nahrungsmittelsicherheit, also Sachen zu produzieren, die sauber sind. Und das andere Thema ist, pflanzenbasierte Ernährung mit einem hohen Nährstoffgehalt anzubieten. Mittlerweile sind 30 Mitarbeiter im Unternehmen tätig, und das aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir arbeiten im Softwarebereich, im Hardwarebereich, im Pflanzenbereich, Marketing, machen alles selber. Brauche ich einfach Leute, die das wirklich gut machen. Und deswegen war es eigentlich ganz klar von Anfang an, wir müssen schnell ein gutes und großes Team aufbauen. Agrilution arbeitet eng mit der TU München in verschiedenen Forschungsprojekten zusammen. Die Unterstützung der Universität war in den verschiedensten Bereichen absolut hilfreich. Also einerseits Fokus, andererseits Netzwerk, aber auch irgendwie diesen Druck, den man ab und zu auch ein bisschen braucht. Zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich mal oder komme mal einen Schritt weiter einfach. Schließlich nominiert für den Presidential Entrepreneurship Award ist Syntomix.
Jahrzehntelang wurden Radiopharmaka entweder zur Diagnostik oder zur Therapie, zum Beispiel von Tumoren, verwendet. Syntomics hat es sich zur Aufgabe gemacht, beides miteinander zu verbinden. Wenn ein Patient diagnostiziert wird und das Ausmaß der Erkrankung exakt lokalisiert wird, hat man selbstverständlich die Möglichkeit, mit entsprechend designten Analoga die Therapie sehr individuell durchzuführen. Syntomics vereint auf bahnbrechende Weise modernste Gerätetechnik mit revolutionärer Medizin. Durch ihre entwickelte Maschine können PET-Tracer schnell und direkt produziert werden. Wir sind mit Sicherheit eines der wenigen Unternehmen weltweit, die durch die Kombination der Radiopharmaka und Therapeutika mit der Gerätetechnik in Form von einem One-Shop-Stop Innovationen sofort verfügbar machen können. Besonders die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit der Arbeit ist für Syntomics absolut essentiell. Ich als Radiopharmazeut kann die größte Motivation daraus ziehen, dass ein Produkt, was ich entwickelt habe, oder ein Radiopharmakon, was ich entwickelt habe, 5 oder 10 Jahre später nach der Entwicklung routinemäßig im Patienten angewendet wird und einen Effekt hinsichtlich der Diagnostik und Therapie hat, also zum Benefit von Patienten eingesetzt werden kann. Die TU München war auch für Syntomics ein großer Unterstützer, gerade was die Möglichkeit der Auslizenzierung gewonnener Forschungsergebnisse angeht. Ohne die Hilfestellung der TU, ganz besonders ohne das Vertrauen, hätten wir die Erfolge, die wir bisher erreicht haben, als auch die Erfolge, von denen wir in den nächsten Jahren hoffen, weiter profitieren zu können, nicht erreicht. Es geht also weiter aufwärts mit der Unternehmerischen Universität. Es entfaltet sich die Vielheit unserer Wissenschaften in den Unternehmensgründungen und auch in den Preisen. Und im Grunde war es Karl von Linde, der uns das Unternehmertum in das Genkostüm gelegt hat, als er als junger Professor den Kühlschrank erfand, eine Firma gründete und dann auch noch die Luftverflüssigung als große, epochemachende Entdeckung nachsetzte. Und so soll es weitergehen. Ich wünsche allen unseren jungen Firmengründungen, dass sie einmal so groß und erfolgreich werden wie die Firma von Karl von Linde.